Hallo und herzlich willkommen bei Brainland Synapse. Ich bin Seran. In diesem heutigen Beitrag geht es um die MRT-Angiografie, der TOF, Time of Flight und der Anatomie des Circulus Arteriosus Willisii. Ich werde nicht über die MRT-Technik oder die zugrunde liegende MRT-Physik der TOF-Angiografie eingehen. Bevor wir loslegen, wenn dir meine Videos gefallen, dann unterstütze mich gern mit einem Daumen nach oben, abonniere kostenlos Brain & Synapse, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die ich für dich wöchentlich hochlade. Lass uns mit einer kurzen Übersicht beginnen über die bisher besprochenen MRT-Sequenzen. Dazu verlinke ich dir hier die Videos dazu. Wir haben hier über die T1-Wichtung gesprochen, über die T2-Wichtung, über die Diffusion, DVI und ADC und die SWE-Sequenz sowie über die Flair-Sequenz. Heute möchte ich über die MR-Angiografie der TOF-Angiografie sprechen. Die TOF-Angiografie, TOF steht für Time of Flight und Angiografie ist die Darstellung der arteriellen Gefäße. Der Fokus wird heute liegen, dass wir die intrakraniellen arteriellen Gefäße uns genauer anschauen, also den Circulus Arteriosus Willisii. Der Circulus Arteriosus Willisii gliedert sich auf in eine vordere Zirkulation und eine hintere Zirkulation. Lass uns beginnen mit der vorderen Zirkulation. Sie besteht aus der Arteria carotis interna, auch abgekürzt ICA. Sie gliedert sich in ein petröses Segment, cavernöses Segment und supralacrimalen Segment. Dann gehört zur vorderen Zirkulation die Arteria cerebri anterior, ACA abgekürzt, die Arteria cerebri media, MCA abgekürzt und der Ramus communicans anterior, ACOM. Jetzt werden wir im Einzelnen detailliert diese einzelnen Strukturen durchgehen. Beginnen wir mit der Arteria carotis interna, mit dem petrösen Segment. Wie hier markiert, ist dies der Anteil der Arteria carotis interna petröses Segment. Gehen wir weiter. Die Arteria carotis interna cavernöse Segment ist hier markiert. Der supraklinodale Anteil der Arteria carotis interna befindet sich hier. Gehen wir weiter. Die Arteria cerebri anterior geht aus der Arteria carotis interna ab und hier markiert ist der Verlauf. Gehen wir weiter. Aus der Arteria carotis interna geht jeweils die Arteria cerebri media ab. Gehen wir weiter. Die vordere Zirkulation rechts und links wird durch den Ramus communicans anterior ACOM miteinander verbunden. Gehen wir weiter. Wir haben die vordere Zirkulation kennengelernt und jetzt geht es um die hintere Zirkulation. Für die hintere Zirkulation gehört die Arteria vertebralis links und rechts, die Arteria cerebelle inferior posterior, PICA abgekürzt, Arteria basilaris, dann die Arteria cerebelle inferior anterior, die ICA, die Arteria cerebelli superior, SCA abgekürzt, die Arteria cerebri posterior, PCA abgekürzt und der Ramus communicans posterior, PCOM. Lass uns nochmal im Detail anschauen, welche Anteile welche in der TOF-Angiografie darstellen. Die Arteria vertebralis ist dieser Abschnitt in der TOF-Angiografie. Sie wird auch als V4-Segment bezeichnet. Aus der Arteria vertebralis geht die Arteria cerebelli inferior posterior ab, die PICA.
Wie hier demonstriert, ist die linke Seite kaliberstark. Es kann sein, dass die TOF-Angiografie das Signal schwach ist und die Gegenseite weniger dargestellt werden kann. Aus der Arteria vertebralis geht es weiter in die Arteria basilaris, die hier markiert ist. Aus der Arteria basilaris geht als Ast die Arteria cerebelli inferior anterior, die Aica beidseits ab. Als weiterer wichtiger Abgang zu nennen ist die Arteria cerebelli superior, SCA, wie hier im Bild markiert. Die Arteria basilaris geht dann weiter in die Arteria cerebri posterior, jeweils zu beiden Seiten ab, wie hier markiert. Der Ramus communicans posterior, PCOM, verbindet die hintere Zirkulation mit der vorderen Zirkulation. Zusammenfassend hast du in diesem Video dargestellt bekommen, dass der Circulus arteriosus velisii eine vordere Zirkulation hat, eine hintere Zirkulation und die vordere Zirkulation über Rami communicans anterior verbunden wird und die vordere mit der hinteren mit dem Ramus communicans posterior. Hallo zusammen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Das zeigt mir, dass euch dieser Beitrag gefallen hat. Und bitte, bitte lasst doch einen Like da und abonniert bitte meinen Kanal. Dann werdet ihr als Erste sofort informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Nochmal vielen Dank, bis zum Ende dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, eure Seran. Nochmals vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, meine heutige neuroradiologische Fortbildung hat euch gefallen. Dann freue ich mich, euch regelmäßig bei eurer neuroradiologischen Fortbildung zu begleiten. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo, freue mich auf ein Like und freue mich, wenn ihr es mit Freunden und Kollegen teilt. Vielen Dank an alle meine Abonnenten, vielen Dank für eure lieben Kommentare, versuche sie alle zeitnah zu beantworten und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Falls ihr gerade noch Lust und Zeit habt, bleibt doch dran und lasst uns direkt mit weiteren Themen aus der Neuroradiologie weitermachen. Dazu verlinke ich euch hier ein paar Videos. Ich wünsche euch eine schöne Woche. In diesem Sinne sage ich alles Gute, eure Seran.